Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem Profit AMD DDR5 für 1889 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord und zwar von Stummi und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja, es ist mehr oder weniger okay. Also das sieht schon einigermaßen so aus, ja. Ihr habt dieses Pyramidengehäuse, ihr habt die Grafikkarte da oben so eingebaut. Beleuchteten RAM habt ihr nicht, die Wasserkühlung stimmt aber einigermaßen. Und von daher will ich da jetzt gar nicht mal so doll meckern. Die meisten Leute, die meine Videos schauen, die wissen, was es später zu meckern gibt. Hier gibt es aber noch mehr Punkte, wo man drüber meckern könnte. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das AZA Pyramid 804L. Ja, das ist ein Pyramidengehäuse mit einem Lüfter oben drin. Aber immerhin ist der RGB beleuchtet. Das ist natürlich mehr so ein Showcase. Das hat mit Funktionalität nicht sonderlich viel zu tun, sieht aber ganz nice aus. Man kann es auch auf den Kopf drehen quasi und dann andersrum betreiben. Da braucht man aber, glaube ich, so eine spezielle Halterung für. Sieht dann auch ganz nett aus. Wem das gefällt, ja okay. Airflow-technisch gesehen gibt es natürlich bessere Gehäuse. Aber wer halt so ein Designerstück will, ja okay. Hier gibt es halt ein so ein Thema, wo man so ein bisschen eingeschränkt wird. Natürlich erstmal in der Grafikkartenlänge, wobei 330 mm durchaus noch geht. Aber die CPU-Kühlerhöhe mit maximal 95 mm ist halt nicht sonderlich hoch. So ein durchschnittlicher Kühler hat zwischen 140 und 170 mm. Deswegen seid ihr da sehr eingeschränkt. Da muss man dann auch gucken, welche Wasserkühlung man nimmt, weil der Pumpenkopf, der sitzt über dem Radiator. Das bedeutet, da läuft die Luft rein. Komme ich aber gleich noch zu. Und das kostet auch stolze 328,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr auch je nach Mainboard ganz locker mit 6000 MTS betreiben. Ich bin absolut nicht überzeugt von diesem Prozessor. Ja, es ist ein 8-Kern mit 16 Threads. Der lässt sich aber kacke kühlen und kostet halt auch nur, sag ich mal, 60 Euro weniger als der 7800X3D. Ich wäre bei dem Preispunkt jetzt auch mit dem 7800X3D gegangen. Ich zeige euch gleich noch eine kleine Alternative zum selber bauen. Ansonsten könnt ihr mit dem natürlich zocken, streamen und so weiter. Wenn ihr aber richtig Gaming-Performance wollt, dann nimmt ein 7800X3D. Und der kostet 314 Euro bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine Asus TUF Gaming LC2 360 ARGB. Das ist eine 360er Wasserkühlung mit 6 Jahren Herstellergarantie, die aber noch eine Besonderheit hat. Und wenn ihr euch den Aufbau hier anschaut, seht ihr auch warum, weil hier haben wir sozusagen den Kühlkopf, hier ist die Pumpe in den Schläuchen und hier haben wir den Radiator. Jetzt ist es bei diesem Gehäuse so, der Radiator wird unten verbaut und dann geht der Schlauch quasi oben drauf auf das Mainboard und da ist dann der Kühlkopf. Wenn das jetzt eine normale Wasserkühlung wäre, wo die Pumpe in diesem Kühlkopf drin sitzt, dann sammelt sich da die Luft und die Pumpe geht kaputt. Hier ist die Pumpe allerdings halt in den Schläuchen. Jetzt weiß ich persönlich aber nicht, wie sich das verhält, weil die Luft sammelt sich ja trotzdem im Kühlkopf, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, beziehungsweise ob ihr dann irgendwelche Gluckergeräusche habt. Immerhin haben sie hier keine Standardwasserkühlung genommen, wo die Pumpe dann definitiv kaputt gehen würde. Von daher sage ich erstmal, ist das okay. Und die kostet 155,13 € bei Barracks. Die Grafikkarte ist eine KFA2 GeForce GTX 1650X plus 4 GB. Das ist ein System für knapp 1900 Euro. Und ihr bekommt eine 1650. Wenn wir uns mal nur den Preisverlauf bei Geizhals anschauen, sehen wir, dass die irgendwann gelistet wurde am 23.08.2020. Das ist einfach schon über 3 Jahre her in einem 1900-Euro-System. Ihr seid auf der aktuellen ARM5-Plattform. Das Mainboard, was gleich kommt, kann ich schon mal sagen, ist auch in Ordnung. Die Wasserkühlung ist auch okay. Prozessor, ja, kann man drüber reden. Aber die Grafikkarte ist einfach über 3 Jahre alt. Und mit 4 GB kommt ihr heutzutage auch nicht mehr weit. Auch nicht in Full HD. Je nachdem, welche Titel ihr so spielt. Klar, E-Sports-Titel läuft irgendwo noch. Aber ich persönlich habe schon Probleme bei PUBG oder DBD, wenn ich noch ein paar Programme offen habe, da sind die 16 GB voll. Das ist einfach wieder Resteverwertung. Und das wird euch dann so angelabert. Also das könnt ihr komplett vergessen. Und denkt gar nicht mal dran,
dass es mit der Grafikkarte und diesem Prozessor irgendeinen FPS-Test gibt. Schaut einfach mal 1650 FPS-Test, welcher Prozessor ist da relativ egal, dann wisst ihr, was die ungefähr leistet. Und die kostet auch wahnsinnige 167,30 Euro bei elektronis.de. Das Netzteil ist ein FSP Fortran Source Hydrocar Pro 850 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ja, ist okay, ist kein China-Böller, kann man so machen. Bei dem Preispunkt erwarte ich ein Goldnetzteil, sage ich immer wieder. Modularität. Muss jeder selber wissen, in so einem Gehäuse kommt es bestimmt gut, wenn man nicht alle Kabel, die man halt nicht verwendet, da irgendwo rumfliegen hat. Aber ja, so ist es jetzt halt. Und das ist auch noch RTX 2.52. Das heißt, der neue Stecker ist nicht dabei. Wenn ihr irgendwann auf die Idee kommt, eine 4080 zum Beispiel zu kaufen, müsst ihr mit diesem Adapter arbeiten. Ansonsten 850 Watt für das System eigentlich auch schon viel zu viel, aber es ist schön, dass es drin ist. Und das kostet 77,24 Euro bei Barax. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi. Der X670E-Chipsatz ist für den Prozessor eigentlich schon ein bisschen too much. 7800X3D braucht den auch nicht, aber ja, ist fein, dass es da ist. Ansonsten hat das gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für irgendwie eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, habt ihr 7.1 WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 5x USB 2.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse bitte nicht benutzen, nehmt bitte die der Grafikkarte. Wobei ich mir bei der Grafikkarte gar nicht so sicher bin, ob nicht die integrierte Grafikeinheit von dem 7700X eventuell sogar besser sein könnte. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Nimm bitte wirklich die Grafikkartenanschlüsse. Das Board ist natürlich schweineteuer. Das Board kostet einfach 100 Euro mehr als die eigentliche Grafikkarte. Naja. Aber qualitativ möchte ich da gar nicht meckern. Und das kostet 293,58 Euro bei Snowguard. Der Arbeitsspeicher ist Crucial 16 GB 2x8 GB 4800 MTS. Und die Timings CL40-3939. Das ist, wie immer bei Hightech, so ziemlich der günstigste RAM, den ihr irgendwo auftreiben könnt im DDR5-Segment. Ich meckere ja teilweise schon, wenn die irgendwo anders 5200 oder 5600 oder so verbauen. Hier haben wir 4800er. Und dazu halt noch CL40, so ziemlich die schlechtesten Timings, die ihr irgendwo kriegen könnt. Das hat Hightech wahrscheinlich mal irgendwann billig geschossen und ballert die jetzt als Resterampe irgendwo in die Systeme rein. Anders kann ich mir nicht erklären. Und da 16 GB in der heutigen Zeit bei so einem Preispunkt natürlich auch nicht mehr angebracht ist, ja, brauche ich auch nicht drüber reden. Und der kostet 58,90 Euro bei ComputerUniverse.net. Die SSD ist eine Lexar NM620 SSD 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde und hat TLC-Speicher. Ja, kann man machen, reicht für einen Gamer. Bei, sag ich mal, knapp 1900 Euro hätte man auch schon 2 Terabyte nehmen können, aber ja, so ist es jetzt halt. Ihr müsst halt auch selber wissen, wie viel Speicher ihr im Endeffekt braucht, wie viele Spiele habt ihr gleichzeitig installiert und so weiter. Wenn ihr, sag ich mal, nur so 3 Titel hauptsächlich spielt, so wie ich, dann reicht 1 Terabyte. Und die kostet 50,99 Euro bei Mindfactory. Die Software ist Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit. Ja gut, ist jetzt nicht Windows 11, ist noch das etwas ältere Windows 10 Pro, aber ist auch in Ordnung, könnt ihr ja kostenfrei auf Windows 11 upgraden, passt soweit. Und das kostet 18,60 Euro bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.464,73 Euro. Und das Teil kostet 1.889 Euro. Das bedeutet für euch, ihr schmeißt Hightech über 400 Euro in Rachen fürs Zusammenbauen und die haben noch andere Einkaufspreise. Dazu ist die Konfiguration auch noch völlig unsinnig. Ihr habt einen 7700X, der ja soweit okay ist, aber mit einer 1650 gepaart und 4.800 MTS RAM. Dazu noch ein schönes Bronzenetzteil und eventuell eine Wasserkühlung, die vielleicht ein bisschen gluckert, weil die Luft oben reinsteigt. Wir haben bei uns auf dem Discord so eine kleine Rubrik, da zeigen wir halt Luftkühler, Wasserkühlung, Gehäuse und so weiter, was wir so empfehlen, je nach Preisbereich. Und da haben wir auch eine Computerrubrik. Und da seht ihr auch schon, haben wir verschiedene Abstufungen, 1600, 1800, 2000, jeweils Intel und AMD. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den PC bis 1800 AMD. Wir haben sozusagen die gleiche SSD, allerdings mit 2 Terabyte. Wir haben einen 7800X3D, was ich eben auch schon angesprochen habe. Bei dem Arbeitsspeicher haben wir das Doppelte an Speicher, also 32 GB, 6000 MTS RAM, CL30. So ziemlich das schnellste, was ihr gerade auf dem Markt kriegt, von den Timings her. Natürlich, es gibt auch noch 7000 MTS RAM, aber in dem Preisbereich und dass es auch stabil läuft, würde ich den dann nehmen. Wir haben eine 7800XT. Und ja, ich weiß, einige werden mich jetzt wieder köpfen, aber wir nehmen jetzt einfach mal zur groben Übersicht den User-Benchmark. Und zwar sagt er halt, dass diese Grafikkarte erstmal auf Platz 11 ist weltweit, die alte von Hightech bei 136 und die hat einfach 344% mehr Leistung. Ihr könnt euch natürlich auch FPS-Tests angucken zu der 1650, jeweils in den passenden Spielen.
mit dann der 7800 XT und dann seht ihr den Unterschied halt. Bei dem Mainboard haben wir das B650 Tomahawk Wi-Fi. Bringt auch schon WLAN und Bluetooth mit. Klar, der Chipsatz ist kein X670, aber braucht ihr bei dem Prozessor einfach nicht. Das Gehäuse ist natürlich nicht so fancy. Das ist das ARC 700, habe ich aber selber schon getestet. Passt alles rein, hat guten Airflow, ist in Ordnung. Wir haben auch eine 360er Wasserkühlung, auch kein fancy RGB oder so dabei. Die gibt es aber als RGB-Variante, falls ihr das irgendwie machen wollt. Und dann haben wir hier ein Thermaltake Tough Power GF3 750 Watt. Reicht für diese Kiste ganz easy aus. Bringt auch schon den neuen Stecker mit, auch wenn ihr den mit dieser Grafikkarte nicht braucht. Und da seid ihr dann bei 1711 Euro im Selbstbau. Wenn wir diesen ganzen Bums jetzt nehmen würden und würden das, sag ich mal, nach Krotos oder MyPC oder Optega geben, dann rechnen die so zwischen 150 und 200 Euro für Zusammenbauen. Und da seid ihr dann bei diesen 1889 circa. Jetzt nagelt mich aber bitte nicht auf 20 Euro fest. Das kann ich euch halt nicht genau sagen, aber so ist es halt. Die bauen auch nach Liste. Deswegen, lasst die Finger von diesem System. Guckt euch unsere Listen an. Wenn ihr Bock habt, dass jemand diese Liste für euch baut, dann schreibt uns eben im Ticket, yo, ich habe die und die Liste bei euch gesehen, könnt ihr das und das noch ändern und können wir das dann bauen lassen? Dann können wir das für euch anfragen. Aber bitte lasst einfach nur die Finger von diesem System. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr noch irgendwie was vergleichen wollt, ich packe dieses System natürlich unten in die Videobeschreibung, genauso wie die Liste dazu. Und dann würde ich sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.